So, da wäre er wieder. Mal wieder im Travia-Tempel, denn unser Tempeldiener war natürlich nicht in dem Tempel in Otterche, sondern wir mussten jetzt ganz mehrmals mit dem Schiff hin und her fahren, bis wir irgendwann in Torwall angekommen sind. Da haben wir uns wieder ihn geschnappt, alle entsteinert und jetzt können wir ihn auch wieder dankbar aus der Gruppe entlassen und Gerogon wiederholen. So. Dementsprechend haben wir jetzt auch recht viele Zaubertränke wieder trinken müssen, damit er genug Astralenergie hat, um alle zu entsteinern. Das heißt, wir müssen erstmal ein paar Flaschen wegwerfen und dann versuchen wir einfach mal nochmal bei dem Kräuterhändler einzukaufen. Ja, hier könnt ihr es ganz gut sehen, alle Zaubertränke weg. Aber ja, wir versuchen einfach nochmal zu dem Kräuterhändler zu gehen. Das ist es jetzt schon mehrere Wochen her, dass wir versucht haben, bei ihm für 50% zu kaufen und er uns danach rausgeschmissen hat. Aber ja, natürlich nicht, wenn es mitten in der Nacht ist. Das könnte er nicht so toll finden. Heute ist der Tag des Fex. Oh, das bietet sich doch an für hohe Prozentzahlen eigentlich. Aber das sollten wir lieber lassen. So, schlafen. Können wir hier schlafen? Beim letzten Held. Nein, wir wollen nicht zum letzten Held. Wir wollen eine Herberge. Wir würden gerne ein Zimmer mieten. Und zwar eine Suite für eine Nacht. So, und wo war jetzt der Kräuterhändler? War der da oben irgendwo? Also da waren Waffenhändler, da waren zwei Krämer. Bleibt noch da, da und da unten. Aber ja, diese besonderen Tage, wie Holzhammel da heute. Diese besonderen Tage, wie heute ist aber jetzt der Tag des Fex. Ich weiß nicht, was man da Besonderes machen kann. Vielleicht sind da die Proben etwas einfacher. So, also hier war es nicht. Da hinten. Oh. Von weitem kommt im mörderischen Tempo eine Kutsche angerast. Sie nimmt keinerlei Rücksicht auf die Leute in ihrem Weg, die in panischer Hast in die Hauseingänge springen, um nicht überrollt zu werden. Den Pferden steht der Schaum in den Mund und der Kutscher hat den Blick eines komplett Wahnsinnigen. Ihr könnt gerade noch rechtzeitig zur Seite springen, bevor die Kutsche heran ist. Nutalana steht mit starrem Blick mitten auf der Straße und rührt sich nicht. Aber wie von Zauberhand gelenkt rast das Gespann um Haaresbreite in ihr vorbei. Ein Passant sieht Talana nachdenklich an und meint dann: Na, da haben wir nochmal Glück gehabt, hm? Ich weiß nicht, ob das bei Talana Glück ist oder was anderes. Und ich habe auch irgendwie Angst nachzufragen. Also lassen wir das mal und suchen weiter die Kräuterhändlerin. Thorbrand Geraldsson der Dritte. Hier also auch nicht. Bleibt ja nicht mehr wirklich viel. Marktplatz, da gab es keine starken Zaubertränke. So, dann hier unten war ein Krämer, das weiß ich noch. Weil hier ist ja dieser schwarze Finger. Da haben wir schon mehrfach versucht reinzukommen. Ah, genau, da oben ist ein Kräuterhändler. Direkt neben der Magierakademie und dem Ausgang. Also dem Stadttor. So, Stadttor, Kräuterhändler. Und jetzt erstmal ein wenig Smalltalk. Wir brauchen einen Esel und du scheinst geeignet. Mann, Mann, Mann. Da haben sich die Programmierer aber richtig ausgetobt hier. Euer Laden wurde uns wärmstens empfohlen. Und wir sind entzückt, eure Bekanntschaft zu machen. So, wir würden gerne kaufen. Und zwar, Gullmornblätter müssten wir eigentlich noch genug haben. Was sagt Tirik? 15 Stück. Boah, dann nehmen wir mal 3 Stück. Damit jeder dreimal ein Kraut essen kann. Bellmerblätter haben wir auch. Heiltränke sowieso. Starke Zaubertränke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 7 nur. Oh, langsam gehen wir echt pleite. Und wir wollten ja eigentlich noch in 1, 2 Stufen die Schuppenpanzer kaufen. Vielleicht sollten wir doch langsam ein wenig aufs Gold achten. So, wir versuchen jetzt gar nicht erst 50%. Wir fangen an mit 40, weil Tag des Fexes ist. Na gut, ihr sollt das Zeug haben. Mann, warum hat er denn letztes Mal so ein... Sorry, sorry. Na gut, 214 Dukaten. Haben wir noch ungefähr 400.
die Zaubertränke sind alle bei Talana gelandet. Das ist ja praktisch. Du hast noch einen. Du hast noch einen. Wir haben genug Pfeile. Sie hat keine Kopfbedeckung, aber das müssen wir später umtauschen. Ja, soweit, so gut. Die Totenkopfgürtel, ja, die müssen wir einfach mitschleppen. Genauso wie diese Kreuze, bin ich mir auch noch nicht sicher, ob wir die wegwerfen sollen oder nicht, beziehungsweise verkaufen. Na gut, dann geht's zurück zur Herberge. Gucken wir mal kurz zum Hafen, ob irgendein Schiff nach Otterche oder Warnheim führt. Ich bin falsch abgebogen. Ja, das schaut gut aus. So, ein Schiff nach Warnheim. Sehr schön. 22 Stunden, das nehmen wir doch mal. Ja, da haben wir gut Zeit gespart. Und von Warnheim gucken wir, ob gleich ein Schiff rüberführt. Und eventuell treffen wir dann wieder so einen Kutter, der uns eine Abkürzung gibt. Torwald. Nein, wir wollen nicht nach Torwald. Wir wollen durch das Drecksnest das Poter. Aber vorher essen wir nochmal ordentlich. So. Schlafen wollen wir nicht. Wir haben keine Zeit. Hallo Jäger. Tschüss Jäger. Oh, apropos das Poter und Geldknappheit. Wir hatten in ein paar Häusern noch Gegenstände liegen lassen. Sowas wie Armbrüste und sogar ein Schuppenpanzer, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, wir sind doch recht vollgestopft. Ziemlich vollgestopft. Na gut, raus hier. Wir nehmen also erstmal nichts mit, gucken uns weiter in der Herberge um und danach können wir ein wenig aussortieren. Zumal wir ja auch in ein paar Tagen keine Wintermäntel mehr brauchen. Wenn ich das richtig sehe. 18. Fex. Ja, ich hoffe mal, nächster Monat ist schon Frühling. Also, Wachen aufstellen. Tirik, Gwendolyn, Girugon. Und eigentlich sollte Myrum nach vorne. Genau so. Kräuter suchen Jallen. 4 Stunden. Und schlafen. Jetzt müssen wir wieder uns überfallen lassen. Das finde ich echt ein wenig ungünstig gelöst. Aber na gut. Wir stellen gar nicht erst Wachen auf. Wir suchen gleich nach Kräutern. Und da mal eben 9 Stunden. Und schlafen. Au. Oh. Das ist jetzt was anderes. Myrum schreckt während der Wache plötzlich auf. Wir haben keine Wache aufgestellt. Irgendwo aus dem Untergeschoss des Gebäudes waren eindeutig Geräusche zu hören. Sie weckt euch. Die Geräusche hören nicht auf. Ihr steigt die knarrenden Trappen herunter und nähert euch der Quelle des Lärms. Als ihr in die Küche kommt, könnt ihr feststellen, dass die Spuren, die ihr im Staub gefunden habt, offensichtlich nicht von anderen Reisenden stammen. Vielmehr führen sie auf eine Klappe zu, die im Küchenboden eingelassen ist. Und die Geräusche kommen eindeutig von irgendwo unter euch. Vielleicht Schmuggler bei ihrem täglichen Treiben, vielleicht auch nur Ratten. Wir wissen, dass da unten Untote sind, aber na gut. Wir wollen die Klappe öffnen und nachsehen. Aber das ist ja auch kurios, dass da jetzt ein anderer Text kommt. Also schön, dass sich die Programmierer die Mühe gemacht haben, aber trotzdem komisch. Na gut, Gwendolyn wieder erste Reihe. Alle ein Gulmon-Blatt essen bitte. Und dann gucken wir mal, ob die Beschwörung immer noch im Gange ist und stören sie jetzt mit der vollen Gruppe. Letztes Mal haben wir uns ja weggeschlichen, weil mit 2 Mann hätte das doch ein wenig ungünstig ausgehen können. So, Talana noch. Jetzt müssten eigentlich alle... Ne, alle noch nicht. So. Das war, glaube ich, hier oder da. Da waren diese schwebenden Augen. Hier konnten wir rückwärts durch, genau. Oh, das wäre ärgerlich, wenn das nur eine einmalige Sache gewesen wäre. Hier ging unten die Tür auf, okay.
Was war da? Und wie kamen wir dahin? Na, der einfachste Weg ist mit Talana. Bewegung, Transversales. Ja, nicht direkt dahin. Dahin. Oh, ein Aufzug. Den Aufzug nehmen wir doch mal. Und gucken gleich wieder hoch, ob dadurch vielleicht... Genau. Skripte sind echt was Tolles, wenn man weiß, wie sie funktionieren. So. Bis auf die beiden Zauberer und die Mumien, die hier offensichtlich Wache stehen, ist der Raum leer. Am Boden ist mit frischem Blut ein Heptagramm gezeichnet, über dem seltsame grünliche Nebenschwaden stehen, aus denen sich langsam halbkonkrete Formen bilden. Wir wollen diesmal die Beschwörung unterbrechen. Okay, den Kampf haben wir aber schon gemacht. Ja. Also wir haben hier schon mal gekämpft. Vorher kam dieser Text nicht, weil wir eigentlich wahrscheinlich von unten hätten hier reingehen sollen. Na gut. Da wird wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt gegangen sein. Aber sei es drum. Wir gucken jetzt, was da oben ist. Und da gab es auch keinen direkten Weg hin. Vielleicht sollten wir ein weniger häufig mit Talana den Transversales sprechen. Dadurch gehen wir nicht den geplanten Weg. Und leider scheinen die Programmierer das nicht so vorhergesehen zu haben. Oh, das war so nicht geplant. So, was haben wir hier? Nischen. Da würde ich doch gleich wieder Statuen vermuten, wollte ich sagen. Aber Untote sind auch okay. Du gehst mal rein. Du wartest ab und du gehst mit deinem Silberstreitkolb direkt daran. Und haust feste drauf. Du läufst dahinter. Du wartest ab. Oh, der Totenkopfgürtel verliert seine Wirkung und verschwindet. Wir haben den gar nicht getragen. Der lag einfach so im Inventar. Na gut. Das war jetzt nicht so toll. Hier hätte ich ganz gerne eigentlich beide mitgenommen in den nächsten Teil. Weil da verschwinden die, soweit ich weiß, nicht mehr. Und war gerade eine Nachricht bei Gerogon, dass seine Waffe zerbrochen ist? Das wäre echt nicht schön. Denn an den magisch gesegneten Rondra-Kamm kommen wir so schnell nicht wieder ran. Nö, einfach nur magisch. Ah, okay. So, nächste Nische. Nix. Oh, ein Ghoul. Musst du mich denn so erschrecken? Ich denke, hier kommt was Gefährliches. Du... dahin. Du wartest einfach ab. Du gehst weg von dem Eingang. Du stellst dich nicht in den Pfeilhagel. Genau den Pfeilhagel. So, du dahinter. Genau. Ruf da. Schöne Sache. In dieser Nische ist ein Mensch an die Wand gekettet, der offensichtlich nicht mehr ganz bei Sinnen ist. Der Sphärenriss, der Sphärenriss. Nur noch wenige Stunden, brabbelt er immer wieder. Ihr löst seine Ketten, doch er macht keine Anstalten wegzulaufen. Ein Sphärenriss. Also ich weiß, was das ist, aber unsere Gruppe ganz bestimmt nicht. Außer vielleicht Talana. Ein Skelett schüttelt seine Ketten ab und greift euch an. Oh. Aber ja, in DSA gibt es halt so eine Art Dimension. Das sind die Sphären. Und ein Sphärenriss ist gar nichts Gutes. Aber das haben wir wahrscheinlich schon gelöst. Das war oben die Beschwörung. Müssen wir mal gucken. So, du hast keine Bewegungspunkte mehr. Dann warte doch mal ab. Du wartest auch ab. Du haust wieder drauf mit deiner Tirik-Axt. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, da geht's noch weiter. Klick. Und ich glaube, Talana sollte mal einen Trank trinken. Bevor wir in diesen ominösen Raum da reingehen.
Und ich denke, wir sollten abspeichern. Speichern. LP 77. Nicht 777, 77. So. Und wir sehen uns gleich wieder.